Das ist wirklich eine überraschende Entdeckung. Dazu noch ein kosmischer Rekord. Ein amerikanisches Forschungsteam hat jetzt ein supermassereiches schwarzes Loch entdeckt. Neben seiner gigantischen Masse sind auch die Helligkeit und das Alter dieses Quasars rekordverdächtig. Es ist wohl mehr als 13 Milliarden Jahre alt. Und es ist somit eines der ältesten je entdeckten schwarzen Löcher des uns bekannten Universums. Das ist eine wirklich überraschende Entdeckung. Also, ich hoffe, ich konnte euch erstmal unterhalten mit der Meldung und ich war selbst erstaunt, als ich diese Meldung gerade per Twitter bekam. Und ich bin noch fassungslos. Also, zumal das wirft alle Theorien über den Haufen des sozusagen über das, was wir wissen vom Universum, was wir dachten zu wissen, wie alt es denn wäre und sonst was. Also, das ist schon echt heftig, Leute. Das ist wirklich heftig. Also, ist Wahnsinn. Also, 13 Milliarden Jahre alt, das schwarze Loch. Da kann man sich vorstellen, da muss er vorher ein Stern gewesen sein. So entstehen ja schwarze Löcher, wenn ein Stern kollabiert. Und wie lange der Stern dann vorher noch gelebt hat, das ist natürlich dann, ja, also, ich sag mal, das wirft alles über den Haufen, wo wir gedacht haben, da wissen wir schon Bescheid. Das heißt, dass führende Forscher nochmal neu ansetzen müssen und das Alter des Universums auf jeden Fall hochrechnen müssen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, Leute. Falls ihr keine neuen Views verpassen wollt oder so, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht den auf die Glocke. Ich bin erstmal raus. Haut da rein, Leute. Das waren die News. Und ich sag damit erstmal ciao. Und ja, macht's halt gut, Leute, wa? Macht's gut. 13 Milliarden Jahre, ich fasse es kaum. Ich fasse es wirklich kaum. Also, Wahnsinn. 13 Milliarden. Naja, Leute. Aber es ist halt die Masse und die Helligkeit, die der Quasar abwirft, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Könnt ihr am besten mal googeln. Also, die neuesten Meldungen, die sind jetzt gerade auf Google. Kann man sich die dazu durchlesen. Videomaterial gibt es noch nicht dazu. Ich werde da mal gucken. Auf YouTube gibt es bestimmt schon was. Aber das ist echt Wahnsinn. Das ist eine sensationelle Entdeckung. Und dieses schwarze Loch, das stellt halt gleich mehrere Rekorde auf. Also, das gab es so noch nicht. Das gab es so noch nicht, Leute. Naja. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit unterhalten und konnte euch auf dem Laufenden halten, sagen wir es mal eher so. Darum geht's ja. Und ja. Weiß nicht. Gibt's noch was zu sagen? Nö. Außer, dass ich raus bin und das Video aus ist. Ja, Leute. Haut da rein und schaut auf meinen Kanal vorbei, auf die anderen Videos mal. Gönnt euch. Gönnt euch.